Guten Morgen, Wilma. Wollen wir zusammen einen Espresso trinken? Nein, danke. Ich hätte lieber etwas Strom, um aufgeladen zu werden. Ich vertrage keine Flüssigkeiten. Dann brauche ich auch nicht nach Zucker oder gar Salz und Pfeffer fragen? Ja, richtig. In Deutschland bist du der erste Roboter einer wissenschaftlichen Bibliothek? Mir ist zumindest kein anderer Fall bekannt. Gibt es denn weitere Bibliotheken, in denen ein Roboter zum Einsatz kommt? Ja, in der Nosaville Library in Australien und in der Public Library von New York. Sowie mein kleiner Bruder, Now, in der Zentralbibliothek von Köln. Bist du ein Mitarbeiter oder eher ein Besucher? Weder noch. Ich verstehe mich eher als Assistenzsystem und helfe den Mitarbeiterinnen der Bibliothek, wo ich kann und ihnen Entlastung bringe. Ich bin ein Lern- und Forschungsroboter. Das heißt, die Studenten des Studienganges Telematik, die mich vorwiegend programmieren, probieren viel an mir aus. Was als Ergebnis den Kunden der Bibliothek zugutekommen soll. Was machst du aktiv als Lern- und Forschungsroboter? Ich unterstütze zum Beispiel, indem ich kleine Bibliotheksführungen gebe. Oder Zuhörern zum Entspannen Witze erzähle. Mit vor allem jungen Nachwuchs Schere, Stein, Papier spiele oder für ein Selfie zur Verfügung stehe. Ab dem kommenden Wintersemester soll ich helfen, das Fehlen von Fachpersonal in den Abend- und Morgenstunden zu kompensieren. Damit Studierende rund um die Uhr hier arbeiten können. Als was für eine Art von Roboter verstehst du dich? Ich bin ein durch Computer gesteuerter humanoider Roboter. Ich bin noch kein lernfähiger Roboter mit künstlicher Intelligenz, sondern mir muss alles vorab beigebracht werden, wie die Antworten dieses Interviews. Und was bedeutet humanoid für dich? Dass ich Menschen ähnlich aussehe und ähnliche Dinge mache. Es gibt in der Fachwelt den Begriff Uncanny Valley. Beispielsweise unheimliches Tal. Der Terminus technicus ist von Masahiro Mori 1970 erstmals eingebracht worden. Er beschreibt, dass die Akzeptanz von uns Maschinen dann größer ist. Wenn wir Menschen ähnlich aussehen, aber auch nicht zu ähnlich. Ist man dem Menschen zu ähnlich, kommen Vorbehalte auf. Das sind viele Informationen. Kannst du auch nach Informationen recherchieren? Ja, das kann ich auch. Ich bin über das WLAN mit dem Internet verbunden. Und somit kannst du auch lesen und rechnen? Ich kann auch vorlesen. Rechnen kann ich noch nicht. Das muss ich noch lernen. Und was kann ein Mensch von dir lernen? Unter anderem, dass man für einige Dinge, die ich mache, Geduld benötigt, bis ich etwas dazu gelernt habe. Beispielsweise, bis mir jemand dies einprogrammiert hat. Und was kann ein Mensch noch von dir lernen? Dass sich alles perfektionieren und weiterentwickeln lässt. Ich benötige zum Beispiel für viele Dinge mehrere Anleitungen, bis ich funktioniere. So wie sich Bibliotheken selber auch in einem stetigen Weiterentwicklungsprozess befinden. Optimieren und entwickeln bedeutet, Zukunft zu haben. Ja, in Bibliotheken gibt es Medien. Definierst du dich selber auch als Medium? Ein Medium der übernatürlichen Art. Eine Art Orakel und so weiter. Das sicherlich nicht. Aber klar, ich bin fremdbestimmt, also abhängig vom Geist des Programmierers oder demjenigen, der mich wie jetzt gerade steuert. Einmalig hingegen ist R2D2. Bist du ihm schon mal begegnet? Ja, als digitaler Filmstream. R2D2 ist aber nur ein fiktionaler Roboter. Auf der Computermesse CeBIT in Hannover habe ich diverse andere, sowohl humanoide als auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter kennengelernt. Der Computer ist unter anderem die Schreibmaschine von heute. Bist du eher eine Menschmaschine oder eine Computermaschine? Meine menschenartigen Züge sind noch wenig ausgeprägt. Ich kann zum Beispiel nur sehr langsam laufen. Ich kann zwar etwas greifen, aber kaum begreifen.
Ich mag zwar als technischer Homunculus durchgehen, aber insgesamt ist alles Verpackung. Ich bin eine Computermaschine mit technischen Extremitäten. Das trifft es vielleicht am ehesten. Im Bereich der Pflege gibt es ja bereits Roboter im Arbeitseinsatz. Warum mit der Fähigkeit zu greifen, hochzuheben, wegzuschieben, nicht Medien einsortieren? Diese Bewegung verlangt eine genaue Ortsanalyse von zum Beispiel benachbarten Büchern, um dort eine Lücke für das einzustellende Werk zu schaffen. Und die Bewegung verlangt eine Feinmotorik. Insgesamt sehr spezielle Abläufe, die nicht schablonenhaft abzuarbeiten sind. Damit wäre ich in meiner Generation noch überfordert oder müsste so programmiert werden, dass ich darauf spezialisiert bin. Der Kostenleistungsaufwand würde derzeit sehr ungünstig ausfallen. Wer will mich, wenn ich das ganze Budget einer Bibliothek in der Investition verschlinge? Wird sich somit durch den Einsatz von Robotern das bibliothekarische Berufsbild verändern? Ein Berufsbild sollte sich stetig verändern, nicht nur durch den Einsatz von Robotern. Schon heute werden neben klassischen Kompetenzen weitere Kompetenzen verlangt, wie soziale, pädagogische und wirtschaftliche. Oder eben Fertigkeiten wie bei Informatik-Ingenieuren. Und hat der Einsatz von Robotern vielleicht Auswirkungen auf die Personalentwicklung von Bibliotheken? Bibliotheken werden nicht umhinkommen, sich mit dem Thema Robotik zu beschäftigen. So wie man heute zu Hard- und Software einiges wissen sollte. Robotik bietet schon heute diverse neue Einsatzmöglichkeiten auch für Bibliotheken. Das Bibliothekspersonal wird sich fragen müssen, wie es mich programmieren will und was ich können soll. Wir Roboter können stets spezielle Aufgaben gut umsetzen, aber weder in der Motorik noch in Reflexion oder Verbalisierung sind wir auch nur annähernd in der Lage, den Menschen zu ersetzen. Wir versuchen, ihn zu entlasten und nicht, ihn zu ersetzen. Und sind es eher jüngere oder ältere Menschen, die mit dir sprechen? Zwar haben Kinder wesentlich geringere Hemmungen als Ältere, sich mit mir zu unterhalten, aber überwiegend nutzen diese Bibliothek E-Studierende und somit jüngere Menschen. Welche Fragen werden dir denn von den Studierenden am meisten gestellt? Das kann ich leider noch nicht sagen, da mein Dienst erst Ende September anfängt. Und was würdest du antworten, wenn ich zum Beispiel speziell nach der Frage zur Definition von Arbeit 4.0 frage? Meine Antwort würde lauten, die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und verändert nicht nur den Medienmarkt. In unserem Beruf müssen wir uns immer mehr mit neuen Technologien auseinandersetzen, mit Flexibilisierung und Automatisierung. Es ist verstärkt unsere Aufgabe, dies alles möglichst niedrigschwellig den Bürgern zu vermitteln. So wie die Digitalisierung schon jetzt existent ist, ist Arbeit 4.0 in diesem Zusammenhang zu verstehen, aber schwer zu definieren. Wilma, ich danke dir für diese Begegnung. Für mich antwortete mein tastendiensthabender Bibliothekar.